Hallo Lodi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3. Heute am Tag der Aufnahme ist es Freitag, 16. September 2022, 17.31 Uhr. Und ja, wenn ihr das hört, seid ihr schon mitten im Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt es entspannt verbringen. Wenn nicht, falls ihr arbeiten müsst oder andere aufregende Dinge zu tun habt, dann viel Erfolg dabei. Und ja, wir sind zurück in Angria bei Christopher, der sich inzwischen ganz gut als Herzog eingelebt hat, würde ich sagen. Ja, guten Mutes aus dem Bett steigt und bereit ist für einen neuen Tag. Ja, 13. Januar 1915 ist heute, also wo wir wieder ins Spiel einsteigen. Und schauen wir mal, was diese Runde bringt. Wir können immer noch huldigen. Wir sind aber so auch schon ganz gut mit dem. Und eigentlich plane ich ja auch noch immer, den zu stürzen. Also nicht unbedingt stürzen, aber halt Angria unabhängig machen. Und viel Fee würde da auch eigentlich gar nicht mehr fehlen, um mehr als 51% oder mindestens 51% des gesamten Reichs Ostfrankenreich, verdammt nochmal, 51%, wenn ich die nämlich hab, dann kann ich halt direkt Anspruch stellen an den König. Aber das würde bedeuten, ich würde ihm halt seine Krone streitig machen und wäre dann König vom Ostfrankenreich. Oder, ja, König zu der Zeit noch. Und, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich Angria unabhängig machen und, dann selber ein eigenes Königreich gründen. Also huldigen tun wir erstmal nicht. So, was war hier noch? Ratsposten. Krieg erklären. Immer noch Gräfin Hasala rechtmäßig einkerkern. Ja. Hier sind wir noch Fürstbischof Zinfini. Wo sind wir denn da? Bei 62 eigentlich könnten wir gucken, ob wir nicht schon. Die hat 15, der hat 21, das ist der, wo wir gerade bei sind, und die hat minus 7. Ja, dann gehe ich erstmal zu ihr und versuche sie zu beeinflussen. Ja, verführen will ich sie nicht. Obwohl es Christopher ja, wie wir herausgefunden haben, es nicht so mit der Treue hat. Aber, nein, wir beeinflussen die erstmal so. Erfolgschance ist bei 70%. Das sollte dann ja eigentlich möglich sein. So. Was können wir noch machen? Hier bauen wir noch, genau, wir bauen hier noch die Kasernen und sonst nix. Da können wir dann ja vielleicht mal gucken. Ja, ich könnte ja noch, genau, und hier bauen wir Holzkasernen, da bauen wir Holzkasernen, die sind gleich fertig. Hier waren wir ja fertig mit dem Ausbauen. Ständer sind wir auch fertig, hier wird gebaut. Lüneburg haben wir auch alles. Ja, dann können wir hier langsam anfangen, die Dinger upzugraden. So, Lederzelte, was würde das bringen? Weitere 100 Aufgebote. 127. Jagdhütten bringen mehr Steuer und auch mehr Aufgebote. Nochmal plus 50.
Bluthundzwinger in 2 Jahren fertiggestellt. Gut. Ansonsten, ja, wir haben immer noch das Problem der fehlenden Bündnispartner. Was natürlich doof ist. Die sind aber alle noch nicht so alt. Das heißt, ich guck mal eben, Bündnismacht. So, 20 und 7. Bündnis mit Westfranken. Will ich 800 Prestige kriegen. Ja, das Problem wäre aber wahrscheinlich auch, dass wenn der im Krieg bricht, wenn in den Krieg geht, irgendwo Obert. Ist ganz schön klein geworden, das Frankenreich. Aquitanien hat sich unabhängig. Der ist auch gar nicht mehr so stark, ne? Das ist intern. Ah ne, Quatsch. Was macht? Ostfrankreich. Achso, mögliches. Mögliches Bündnis, ja. Ja, aber dann ist es mal Verbündeter. Wäre es denn das dann, wenn ich dann unabhängig erklären will, dann würden wir uns ja wahrscheinlich ziemlich in die Haare bekommen. Und dann wäre das Bündnis auch hinfällig. Der hat 2000 Leute, aber Benevento ist bei Italien. Glaube ich. Ja. Das ist relativ weit weg. Ja, müssen wir uns auch überlegen, wie wir das machen. Meine Tochter Bertrada möchte seit langem nur noch eines. Einen Holzkrieger. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr ihren Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf ihre Studien konzentriert. Seit diesem Versprechen strengt sie sich doppelt so sehr bei ihren Artstudien an. Ich würde euch niemals hinter das Licht führen, Bertrada. Zufrieden, sprunghaft. Oh, passt schon. So. Ansonsten sieht das ja schon ganz gut aus. Wo habe ich denn noch Ansprüche? Schon vom Braunschweig, Minden. Seid gegrüßt beim bescheidenen Lehnsherr. Ich lade euch hiermit zu einem Festmahl an meinen Hof in Diepholz ein. Das wird eine grandiose Veranstaltung, die euer ehrbaren Gegenwart würdig ist. Gezeichnet Gräfin Hasalach von Minden. Denn die verfolgt mich schon die ganze Zeit. Also bin ich verfolgt, begleitet mich. Hat schon ein bisschen. Auch schon ein bisschen Ärger gemacht, ne? Und ist schwanger. Hier breche ich ja Pilger. Ja. Gut, es wird mir ein Vergnügen sein. Seid gegrüßt, Herzog Christopher von Angria. Es würde mich entzücken, wenn Sohn und Erbe Widukind von euch meinem Hof im Limburg besuchen könnte, um seine Gleichgestellten zu treffen. Ich hoffe, er nimmt teil, denn er würde mir fehlen, wenn er nicht käme. Warum Günther von Limburg? Das ist elf, warum sieht denn der schon so gechockt aus, gechoked. Was ist denn los hier? Okay. Natürlich wird er da sein. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Gräfin Hasala begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Na, hoffentlich lohnt sich das. Oh, passt schon.
Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Bertrada profitiert von Herzogin Werburg. Sehr schön. Ich höre genau zu, wie Gräfin Hasala sorglos alle möglichen Dinge preisgibt, während sie versucht, ihren Krug einen letzten Tropfen abzubringen. Ihr bemerkt gar nicht, wie genau ich hinhöre. Als es ihr dann auffällt, steht sie auf. Ach, was rede ich denn nur? Es ist ohnehin nicht wahr. Nichts davon. Oh, das ist aber höchst interessantes Gefasel. Ihr erfahrt vom Geheimnis von Gräfin Hasala. Umstrittene Abstimmung. So, von wem soll sie denn abstimmen? Graf Bruno, stimmt genau. Den kenne ich auch noch. Genau, mein Bruder. Also der Bruder von Otto. Mein Onkel quasi. Christophers Onkel. Ja, deswegen. Meine verlorene Tochter. Bei allen guten Gemächten. Gailana ist meine Tochter? Wir dachten alle, dass mein Cousin Graf Burchard der Vater ist. Kaum zu glauben, dass Gräfin Hasala uns die ganze Zeit über die Wahrheit verschwiegen hat. Es wird stets Menschen geben, die behaupten, dass Gulena das leibliche Kind von Burchard ist. Aber ich kenne die Wahrheit. Na gut, die ist ein Jahr alt. All die Zeit über. Okay. Oh, 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 oh. Ja, super. Vasall, Bürgermeister Simon von allen Leuten zu Boden. Ja. Ja, keine Ahnung. Holzkaserne in Dannebeck, wow, sehr schön. Heimkehr eines Kindes, wie du könntest zurück. Holzkaserne in Dannebeck gebaut. Auch sehr gut. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Gräfin Hasala erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsinn und Wein abgewaschen werden und mein Dienst für das Reich erwartet mich. Leb wohl, meine Cousine. Ist doch nice. Eine Nase für Schnäppchen. Während ich einen kleinen Spaziergang mache, sticht das Geschrei eines Händlers in all den hektischen Treiben hervor. Seid mir gegrüßt, Herr. Ich habe eine vorzügliche Auswahl an Waren, sofern ihr die nötigen Münzen habt. Während ich das Übermaß an Waren in den Stand durchgehe, kann ich hören, wie Arnold von Brandenburg murmelt. Die Gravuren an diesem Stück scheinen echt zu sein und noch dazu recht wertvoll. Er wirft mir einen triumphierenden Blick zu. Mein Ratz verweilt, ja. Und das wieder ein richtiges Schnäppchen. Ich glaube, dieses Stück für die lohnenswerte. Ich glaube, dieses Stück ist die lohnenswertere Wahl. Entscheidet euch für das teure Schmuckstück. 40%, ihr seid ein guter Verhändler. Ich verliere nur 20 Gold oder. War kein gutes Geschäft, verliere 25. Hier ist 40-40, wenn mein Ratsverwalter das macht. Ja. Probieren wir das. 45 geht ja auch noch. Haben wir noch 800. Ja. Aber wir haben erfolgreich gefeilscht. Und verlieren nur 20. Imposante Ausstellung. Ihr seid Eigentümer des Artefakts. Marmorzepter von Jira. Okay. Wir gehen an den nächsten zwei Städten vorbei. Arnold strahlt mich an. Ja, wirklich gut. Ich hätte es selbst kaum besser gekonnt. Er sieht sich unauffällig die Schmuckstücke am Stand neben uns an und wirft einen erwartungsvollen Blick. Vielleicht könnt ihr mir ein paar Strategien beibringen. 62%, ihr tauscht euch die ganze Nacht über die Eigenheiten des Falschen aus. Ihr erhaltet 150, wir erhalten 100 Verwaltungslebenshandelserfahrung. Und Arnold von Brandenburg erhält 5 Jahre lang Feilstrategien. Was? 62%. Ja, sehr schön. Ist tot. Ich wünschte, es könnte eine Feier geben, nachdem unser Sohn nun auf die Welt ist.
Doch Gräfin Azala hat mehr als deutlich gemacht, dass das Kind nicht als wahres Mitglied ihres Hauses gelten wird. Das Mal eines Bastards verliert man nie völlig, obwohl die Anerkennung durch eine Gräfin gewiss geholfen hätte. Ich bin Herzog, Madud. Also schon das zweite Walter. Naja, ich wünschte, es wäre anders. Walter wird ein Bastard von Haus Ludolfinger. Bastarde sind Kinder, die außerhalb der Ehe geboren werden und folglich als unehelich gelten. Ja. Ihnen bleibt es daher verwehrt, den Titel zu erben. Sie können jedoch mit Zustimmung des Hausoberhaupts der Eltern illegitimiert werden. Zu welchem Haus ein Bastard gehört, wird durch die Doktrin des Glaubens der Eltern bestimmt, in den sie hineingeboren werden. Haben Bastarde Titel erhalten oder eigene Kinder, gründen sie allerdings eine neue Dynastie. Legitimisiert entweder bei der Geburt oder als Charakterinteraktion. Okay. Walter. Legitimierung eines Bastards. Ja, das kann ich mir noch überlegen. So, was gibt's hier noch dann? Ein Hof, was brauche ich? Und, genau, ich habe ja hier... Oh, ich habe ja schon viel mehr. Ich habe hier mein Tongefäß. Mein Marmorzepter von Jira. Und ein wunderschönes Spielzeug. Dann brauche ich hier einen Höfling, Erzeugwart. Schlecht. Ja, da muss er halt. Muss er mit klacken. Nützt dir nichts. Ich brauche ja einen. Den kann ich ja dann irgendwann bei Gelegenheit dann. Das waren zu viele Dunce. Kann ich den kündigen, entlassen, wie auch immer. So. Gut. Eure Kultur hat eine Entdeckung gemacht. Öffentliche Bauarbeiten. Nice, nice. Hup, hup. Meine Frau ist schwanger. Noch 9 Monate. Sehr schön. Dann ist das ja auch fertig. So. Ich muss trotzdem vielleicht mal gucken, dass hier die Polaben, dass die nicht noch größer werden, aber die haben echt auch schon Verbündete. Beschuldigung über gefälschte Ansprüche. Ihr habt 100 Glauben, Frömmigkeit eingesetzt. Was ist denn los? Mehr Infos wären nice. Gräfin Betrade beeinflusst. Sehr gut. Okay. Beziehung. Ich habe noch Platz für Mündel. Walter. Aber der hat gar noch nichts. Hat aber schon mal einen Grundpunkt bei Verwaltung. Das ist schon nicht schlecht. So. Ist jetzt gut. Erwartung. Ihr seid immer für mich da. Und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich dafür bin. Meine Tochter Bertrada tritt an mich mit einer seltenen Besinnlichkeit heran. Wow. Das ist es, was es heißt, ein Vormund zu sein. So, Militärausgaben. Ihr habt Kriegsvolk-Verhandlungsgeschick für 5 Jahre erhalten. Kriegsvolk-Unterhalt minus 25%. Dank geschickter Verhandlungen ist es der Unterhalt von Kriegsvolk günstiger. Na gut. So, dann haben wir hier einen Vorzug. Meinung Ratsmitglied plus 20%.
Jo, das ist gut. So, dann haben die hier alle. Sehr gut. Dann. Das ist doch gut. Sehr, sehr gut. Ja. Ich brauche trotzdem noch immer Verbündete. Graf Barend ließ mir ein Geschenk zukommen, eine prächtig verzierte Kiste voller Gold. Als ich die Münzen durch meine Finger rinnen lasse, kommt es mir vor, als würde der Raum sich um mich herum drehen und mir stockt der Atem. Wie unerwartet. Und welch seltsamer Effekt. Ich hab fühlt sich nicht gut an für 7 Jahre. Schwerer Malus. Ja, geil. Da brauche ich auch einen Hofarzt. Da, Hofarzt. Oh, ich habe eine schlechte Hofinste. Nein. Ach, ist doch kacke. Der darf noch nicht, also... Christopher darf halt noch nicht sterben. Also es wäre eh schade, weil er ist so alt noch nicht. Und sein Sohn, wie du kennst, sein Erbe ist halt auch noch nicht alt genug. Ich habe auch sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst von Häuptlingstum von Schleswig seid. Okay, kümmert euch drum. Schleswig. Hat nicht viele Leute. Die Verbündeten sind auch nur so lalala. So lalala, so lala, wollte ich sagen. Mit einem müden und auch glücklichen Lächeln überreicht Werburg mir einen perfekten kleinen Sohn. Wie wirst du eins sein, mein Kind? Und wie sollen wir dich nennen? Ja, nicht Humfried. Sverfred. Sverfred ist auch cool. Sverfred. Machen wir Sverfred. Habe ich auch noch nicht. Zack. Sehr schön. Interesse entdeckt. Eure Kultur hat das Interesse Gambeson entdeckt. Ein neues Interesse kann ausgewählt werden. Ja, nice. Kasernen, öffentliche Baustadtplanung. Ja, das muss jetzt. 348 Jahre, viel Spaß. Ja, super. 348 Jahre. Was ist das für ein Scheiß? Das gestohlene Flässe für Flässchen, ja. Fläschchen. Ich habe diese beiden versteckt in der Speisekammer vorgefunden, schreit mich ein sehr aufgebrachter Koch an. Meine Tochter Bertrada und Hermes Sender, meine Nichte, werden von ihm hinter sich hergeschleift. Sie haben ein ganzes Fässchen Wein gestohlen und den Großteil ausgetrunken. Jetzt sieh sich einer an, voll bis oben hin, die beiden. Sie können kaum noch stehen, sagt er wütend. Er scheint, dass mein Mündel unter Gruppenzwang stand, doch wenigstens scheinen sie und der Messender nicht sich besten zu verstehen. Was ist denn das? 11 und ist auch 11. Ach, die sollten nicht unbedingt saufen. Ha, ihr die richtig gute Zeit, hä? Wer da Ludolfänger wird euer Freund? Wird gesellig. Ich glaube, da braucht jemand eine Lektion in Sachen Verantwortlichkeit. Ich halte 18 Anspannungen. Verliert gesellig und die Eigenschaft fleißig? Nö. Da gewinnt sie dann maßvoll. Nee, gesellig ist schon in Ordnung. Das ist meine Tochter. Ja, gut. So. Hier nochmal reingucken. 2 Monate, 7 Monate. Der Rest ist gebaut. So, dann können wir hier auch. Getreideäcker. Kostet 191. Ja, machen wir. So. Ja, wir übertreiben aber auch nicht. No. Wert des Ehepartners, Werte des Ehepartners. Herzogin Werburg hat diplomatische Expertise erhalten. Diplomatie plus 1. Gut.
So, was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Genau. Hier war ja nichts, ne? Aktionen sind keine gegen mich. Und die gegen Lenzian hatte ich aufgelöst. Und der hat 3300 Leute. Ja, gut, seine Verbündeten werden den Fett dann nicht mehr, den Speck dann nicht mehr fett machen. Aber alleine die reichen schon, um mich zu plätten. Ich brauche halt einen Verbündeten. Nützt nichts, ey. Am besten einen starken Verbündeten. So, ich könnte jetzt nach oben expandieren, nach Schlesien. Holzkaserne in Wölpe gebaut. Sehr schön. Das heißt, meine Armeen steigen weiter an. Meine Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, Mann, um meine Person zu ermorden, und zwar meinen Höfling Melisandre. Melisandre Frif Frey Düvenfall Altglut. Wir müssen die Übeltäter finden. Genau. Ich wollte gerade in das leckere Stück Ente beißen, das ich je gesehen hatte, als einer meiner Diener umkippte und sich den Hals hielt. Er hatte sich ein Stück meiner Mahlzeit einverleibt. Immerhin war mir das eine Warnung, den Vogel nicht anzurühren. Und er wurde zugleich umgehend für sein Verbrechen bestraft. Das war zweifellos das Werk von Graf Barend, einem ruhelosen Schwein. Schwein. Ja, verliert 100 Meinung von Graf Barend. Können ihn einkerkern. Können den einkerkern. Gräfin Petra das beeinflusst. Nein! Er war aber ja einer von meinen Vasallen, nicht wahr? Trader oder Winder? Nö. Hö. Ein Ritter von mir. Das ist seltsam. Rivalen. Barend, genauso wie ich sehe. Rivalen und Ratsmarschall von Königin Melisandre von euch, von mir. Mord. Wollen wir nur 17%? Ach man. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kann ich den mal zur Seite packen. Irgendwie zur Seite schaffen. Aber nichts da. Was ist das? Mein Radspitzel ist mit besorgniserregend. Ach, schon wieder. Mein Höfling Sieg. Ratsmarschall beeindruckte Vasallen. Gräfin Ansala gewann 3 Erlagen, 30 Meinungen. Ja gut, die ist jetzt ja eh schon voll powered Level. Ich kann hier die Begnadung gewähren. Aber die hat versucht, jemanden umzubringen, ne? Der mag mich hier gar nicht. Mit dem beseitigen. 95%! Ja, aber der kann ja keine Gefahr werden. Die ist ja Chefin da. Beziehungsweise sie mag mich und deswegen wird mir nichts passieren. So. Alles klar. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, dann war's das für diese Folge. Und in der nächsten Folge dürft ihr mir gerne eure Meinung in den Kommentaren lassen. Soll ich jetzt dann versuchen, weiter nach oben zu gehen, erstmal? Mir noch Schleswig einzuverleiben. Und danach die Unabhängigkeit. Anstreben. So, Entschuldigung, hatte kurz einen Hänger. Oder meint ihr, dass das halt ohne
meint ihr halt auch, dass es ohne Bündnispartner überhaupt noch keinen Sinn hat, weil ich muss ja damit rechnen, dass ich auch kämpfen muss. Und der ist halt knapp 1000 Leute, Männer, Mann stärker als ich. Entschuldigung für die Verhaspelung. Ja, sagt mir gerne Bescheid, ja, was ihr davon haltet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Aber wäre nice, teilt das Video und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.